Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wir sprechen heute über die Gefahren eines neuen rechtsradikalen Terrors. 50 Opfer hat ein anti-islamisches Massaker in Neuseeland gefordert. Der Attentäter, ein Australier, hatte Verbindungen nach Europa und auch nach Österreich. Ich begrüße in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt die Nationalratsabgeordnete Alma Sadic. Guten Tag. Guten Tag. Frau Sadic ist Abgeordnete der Liste Jetzt. Die Liste Jetzt hat gemeinsam mit der SPÖ beantragt, einen nationalen Sicherheitsrat einzuberufen zum Thema Christchurch. Was genau wollen Sie von der Regierung wissen? Also wir wissen ja jetzt, dass es ein globales rechtsextremes Netzwerk gibt, das von Christchurch bis nach Europa, bis nach Wien reicht. Und wir wollen jetzt ganz genau wissen, welche Verbindungen hat denn dieses Netzwerk nach Österreich und insbesondere, welche Verbindungen hat dieses Netzwerk in die österreichischen Sicherheitsbehörden. Denn wir wissen eines von diesem Netzwerk und das haben auch die Recherchen aus dem Standard und auch dem ORF ergeben. Wir wissen, dass dieses Netzwerk insbesondere aus ehemaligen und auch aktiven Soldaten und Polizisten besteht. Und da ist halt die Frage, inwiefern unsere Sicherheitsbehörden von diesem rechtsextremen Netzwerk unterwandert sind. Was wir aus medialer Berichterstattung auch wissen, ist, dass es gewisse Verbindungen aus Deutschland gegeben hat von gewissen Akteuren aus diesem Netzwerk, diesem sogenannten UNITA-Netzwerk. Sie waren das zum ist Beispiel der Name UNITA. Ja. UNITA ist der Name, der jetzt auch in der medialen Berichterstattung auch genannt wurde. Als ein Teil des, würde ich mal sagen, des größeren Netzwerks, globalen Netzwerks. Und wir wissen, dass einzelne Akteure auch zum Beispiel beim Ball der Offiziere in Wien waren und hier auch Kontakte geknüpft haben. Und da stellt sich für mich die Frage, wie weitgehend waren diese Kontakte? Wie hat man versucht, irgendwie Kontakte in die Sicherheitsbehörden zu bekommen? Inwiefern können diese Kontakte auch die Sicherheitsbehörden auch unterwandern? Weil wir werden sehen, was die Regierung sagt. Ich begrüße den Politikwissenschaftler Andreas Beham. Hallo. Guten Tag. Andreas Beham ist Mitarbeiter im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands und einer der führenden Rechtsextremismus-Experten im deutschen Sprachraum. Diese Existenz eines solchen Netzwerks und der Attentäter von Christchurch, wie alarmiert sind Sie, dass es da Anzeichen von Verbindungen gibt? Alarmiert ja, aber nicht überrascht. Also zunächst auch bezugnehmend auf Ihre Eröffnungsworte, tatsächlich ist es keine neue Form rechtsextremistischen Terrors. Erstmals waren wir genau mit dieser Form von Terrorismus am 22. Juli 2011 befasst in Oslo oder Utøya. In Norwegen. Der auch rassistisch, rechtsextrem motivierte, auch von linken Hass, Hass auf Multikulturalisten motivierte Massenmord in Norwegen, besteht auch unmittelbar Tatzusammenhang. Also diese Tat motivierte die Tat jetzt maßgeblich, also das eine nicht ohne das andere. Genau das war auch die Absicht von Anders Breivik, eben der Massenmörder aus Norwegen, der seine Tat eben so verstanden wissen wollte als Auftakt zu einem europäischen oder eben globalen sozusagen Counter-Dschihad-Befreiungskrieg, immer in der Pose der Notwehr. Und es ist eben ein Krieg geradezu ja, apokalyptischen Ausmaßes und das ist das Bedrohliche daran. Auch das Symbol, das in diesem Manifest, das zur Tat auch kursiert ist, also vom Täter aus Christchurch, zeigt hier in der Mitte die schwarze Sonne. Das wohl. Wo zeigt das? Das ist sozusagen die schwarze Sonne. Das Symbol der Rechtsextremen. Das ist, ich würde sagen, momentan das beliebteste Neonazi-Symbol stammt aus dem Nationalsozialismus, war in der Ordensburg der Waffen-SS. Ja, wir haben ja in dieser Szene extreme Ordens-Geheimbund-Verliebtheit, ja, egal ob es Tempelritter oder eben Waffen-SS. Und diese schwarze Sonne, auf das will ich raus, symbolisiert in dieser Mythologie, und das klingt jetzt alles auch sehr wahnhaft, aber noch einmal, trotz aller Wahnhaftigkeit war es keine Wahnsinnstat. Also wir dürfen die Tat selbst nicht pathologisieren. Es war eine eminent politische Tat, ein eben
politisch motivierter Massenmord. Aber zurück zu der schwarzen Sonne, die symbolisiert, und das ist kein Zufall in den Augen derer, die daran glauben, passiert nämlich Folgendes. Durch permanente Gewaltprovokationen kommt es zu einem, und das schreibt der Täter auch in seinem Bekennerschreiben, er will sozusagen zu einem Bürgerkrieg sozusagen aufstacheln. Es geht um Strategie, vor allem in Europa. Es geht darum, sozusagen Muslime zu provozieren, auf welche Art auch immer, und dass es dann zu Auseinandersetzungen kommt, je nachdem, wie weit rechts außen die jeweilige Person positioniert ist. Einer von den Identitären wird halt so ganz allgemein vom Bürgerkrieg und von der Zurichtung zum Bürgerkrieg reden, davon protzen, dass er sich schon Waffen zugelegt hat dafür, in der Hoffnung, dass aus so einer, ja, nennen wir es vielleicht nur ein Bürgerkrieg, aber gesellschaftlichen Unruhe, die Rechte gestärkt hervorgeht, wie immer in Krisenzeiten. Diese Leute, also eben die an die schwarze Sonne glauben, gehen noch weiter, die träumen von einem heiligen, wie sie es nennen, heiligen Rassekrieg, ja, ein wirklich apokalyptisches Blutbad globalen Ausmaßes, und die schwarze Sonne, also die Idee ist, die richtige Sonne fällt vom Himmel und die schwarze Sonne kündigt das tausendjährige Reich an. Also wirklich endzeitliche Fantasien. Und die sind auch notwendig, um diese Taten zu verstehen. 50 Tote, 50 Personen massakriert, Kinder, Gläubige. Genau. Und das wird rechtfertigt in diesem Manifest. Genau, das kann man nur mit einem wirklich mit so einem geheiligten Hass auch erklären. Also ein normaler, so unter Anführungszeichen Hass, so schlimm, also reicht für sowas nicht. Das muss schon eingebettet sein in eine Ideologieerzählung. Ich freue mich, dass die Journalistin Nina Horacek hier ist. Hallo. Hallo. Nina Horacek ist Teil eines internationalen Medienkonsortiums, einer Medienkooperation über Rechtsextreme in Europa. Der Falter macht da mit. Der Attentäter von Christchurch hat ja gefilmt, was er da getan hat. Er hat eine Kamera gehabt und hat diesen Mord in den beiden Moscheen gefilmt. Das ist 100.000 Mal, vielleicht auch noch mehr, angesehen worden international. Gibt es wirklich in Österreich Interessenten, Zustimmung in Europa für diese Art von Massenmord? Also mich hat dieses Filmen noch sehr an ein Computerspiel erinnert. Also sagen, das ist diese Perspektive, die man bei einem sagen, brutalen Computerspiel hat. Man geht rein und ballert und dann geht man von Raum zu Raum sozusagen. Mit der Zustimmung, da tue ich mir jetzt schwer, weil ich kenne jetzt keine aktuellen Umfragen. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt sagen, wirklich die Leute gibt, die jetzt rausgehen würden und sagen würden, ich solidarisiere mich damit, mit so einem, es war ein rechtsextremer Terroranschlag. Was auffällig ist, ist auch der Titel The Great Replacement, also der große Austausch. Das ist was wir von rechtsextremer Seite in Österreich nicht erst seit gestern kennen. Das ist genau dieses Wording, eben es, als würde unsere Bevölkerung ausgetauscht werden. Was auch bedeutet, es gibt sozusagen eine homogene Bevölkerungsgruppe, die jetzt sagen unterwandert wird. Das ist auch sehr stark in diesem Manifest, dieses die quasi die deutsche oder die sagen weiße Frau kriegt so wenig Kinder und die muslimische Frau sagen füllt dieses Vakuum auf und diese Angst, es wird, also wir werden zerstört, und dieses Wir ist auch sehr interessant. Das ist eigentlich ein total rassistisches Konstrukt. Das ist ja männlich, der weiße. Natürlich, dann würde ich sagen, entschuldige wieder mal die Frau, wie immer. Aber der große Austausch, der Bevölkerungsaustausch, das kennen wir in Österreich schon seit dem Haider. Also da fällt mir dieser Spruch ein, quasi, wie heißt es, sagen, es wird Zeit, dass wir die Politiker austauschen, bevor die Politiker das Volk austauschen. Das war Jörg Haider, ist 1:1, wie viele andere Sachen vom Strache übernommen worden. Johann Gudenus sagt sowas, also der FPÖ-Clubchef. Also das ideologische Unterfutter für diesen Rechtsextremismus. Nee, ich würde schon aufpassen. Also man kann jetzt nicht sagen, also ich würde jetzt keine lineare Linie ziehen von Strache zu Christchurch. Also so einfach kann man sich's nicht machen. Da finde ich, muss man schon differenzieren. Aber man muss auch sagen, so ein Terroranschlag passiert nicht im Vakuum. Und das ist die Frage. Also woher kommen diese Gedanken? Wo gibt's Ähnlichkeiten? Warum, man kann auch die Frage stellen, warum spendet dieser Terrorist genau einer österreichischen rechtsextremen Splittergruppe einen doch recht großen Geldbetrag, weil man bedenkt, dass der 28 Jahre alt ist. Also ich hätte mit 28 wahrscheinlich keine 1.500 Euro leichter mal über den Globus spenden können. Das sind Fragen, die mich interessieren. Das war eine Spende an einen Sprecher der Identitären. Genau. In Österreich, wo es diese Woche eine Hausdurchsuchung gegeben hat, wo es Ermittlungen gibt, ob es einen Zusammenhang
gibt mit einer verschwörerischen Tätigkeit. Der Attentäter Brandon Tarrant ist ja letztes Jahr in Österreich gewesen. Er ist durch Europa gefahren, durch Österreich gefahren. Der BVD-Chef hat im Zentrum gesagt, er ist mit einem Mietauto durch Österreich gefahren. Hat also sich bestimmte Dinge anschauen wollen, auch bestimmte Dinge fotografiert. Was für Bezüge stellt er daher, Al-Masadic? Also für mich ist insbesondere spannend, hat er zu gewissen Personen in Österreich Kontakt gehabt? Jetzt hat es diese Spende gegeben von ihm an den Chef der Identitären Anfang des Jahres 2018. Und im November 2018 kommt er nach Österreich und fährt durch Österreich durch. Und da stelle ich mir schon die Frage, und der Chef der Identitären gibt es ja selber zu, dass es für ihn eine sehr hohe Spende war und dass die auch E-Mail-Kontakt hatten. Und jetzt ist für mich die Frage, ob es da weitere Kontakte gegeben hat in der Zeit, wo er in Österreich war. Ist er auf Einladung hergekommen? Wurde er bestimmten Personen vorgestellt? Wer hatte da mit wem Kontakt? Weil ich finde es schon sehr essentiell, dass wir auch diese Sachen prüfen. Und gerade wenn es, wir haben es vorher angesprochen, die sogenannte Umvolkung oder beziehungsweise das, von dem spricht er ja auch immer, diese Ideologie, der große Austausch. Die identitäre Bewegung in Österreich spricht ja auch immer wieder von diesem großen Austausch und von der sogenannten Umvolkung. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, inwiefern die Ideologie dahinter und gewisse Sprachmerkmale in die österreichische Politik Eingang gefunden haben. Und ich möchte hier vielleicht noch ein kleines Beispiel anmerken, das ist der UN-Migrationspakt. Beim Ministerratsvorrat, als die österreichische Bundesregierung erklärt hat, sie will diesem Pakt nicht zustimmen, wurde eine Übersetzung verwendet, die von den Identitären stammt. Und da steht drinnen UN-Migrationspakt für geordnete, sichere und planmäßige Migration. Und diese planmäßige Migration spielt genau auf diese sogenannte Umvolkung ab. Weil die eigentlich offizielle Übersetzung ist nicht planmäßige Migration, sondern reguläre Migration, als das Gegenteil eben von irregulärer Migration. Genau. Und das ist für mich eben spannend zu sehen, inwieweit auch diese Sprache auch übernommen wird in die Politik. Entschuldigung, unmittelbar in die Tat, ja. Also unmittelbar zur Tatsache, das ist meine Antwort auf den UN-Migrationspakt. Er nimmt unmittelbar Bezug auf genau diese Debatte. In dem Manifest? Na, auch im Manifest und auch während der Tat. Und im Übrigen, das ist noch das Zweite, was er auch hört im Auto, sind serbische Schlachtgesänge von Chetniks. Also da scheint es mir, das ist jetzt nicht Aufgabe österreichischer Behörden, aber auch internationaler Zusammenarbeit, vor allen Dingen in die Republika Srpska, hier Kontakte zu geben. Die Verbindung ist klar. Ist im Übrigen dieselbe, die deutschnationale Marke FPÖ ihren antiserbischen Nationalismus vergessen hat und Pakte schließen hat lassen, genau mit diesen Leuten, ja, von der Serbisch-Radikalen Partei und andere, auf die sich auch er bezieht. Also wir haben so vielfältige auch Verbindungen. Terroristen entstehen immer aus politischen Milieus, die natürlich viel größer sind als die Leute, die dann wirklich solche Mordanschläge machen. Also Breivik in Norwegen oder auch Tarrant in Australien. Solche Milieus sind viel, viel breiter als die wirklich kriminal mit kriminaltechnischen Methoden erfasst werden können. Ist dieses Milieu ein Milieu, das zurzeit stärker wird, sich radikalisiert, von dem man sagen kann, ja, da besteht die Gefahr, dass jemand das als Initialzünder nimmt, so ein Massaker wie jetzt in Neuseeland, und sagt, sowas müsste man eigentlich auch in Österreich machen oder in Deutschland machen oder in Frankreich machen. Ist das so eine Radikalisierung feststellbar? Ja, unbedingt. Und ich gehöre zu denen, die, ja, seit es eigentlich die Identitären gibt, immer wieder auch öffentlich genau davor gewarnt habe. Ich meine, das ist bis in die Formulierung hinein vielleicht eh noch bekannt. Ich bezeichne ja die Identitären immer als Generation Breivik. Ja, und das ist natürlich. Sollte man vielleicht noch einmal sagen, wer sind die Identitären genau? Was ist das für eine Gruppe? Eine aus dem Neonazismus und aus den Kooperationen kommende rechtsextreme Bewegung, die wir als neofaschistisch einstufen. Nicht als neonazistisch, aber mit dem neofaschistisch wollen wir schon sagen, es unterscheidet sich schon noch was von der FPÖ, und das ist das Verhältnis eben zum historischen Faschismus, aber auch zur Gewalt. Der Diskurs der Identitären ist durchzogen von Gewalt. Ja, es gibt zum Beispiel einen Aufkleber, ich habe ihn nicht mit, das ein Bild
von der Reiterstatue Prinz Eugens am Heldenplatz. Ja. Drüber steht Street Fight Experience, also Straßenkampferfahrung seit 1523. Ja. Also man reiht sich ein, Stichwort Türkenkriege, diese Militarisierung, diese Martialisierung des Diskurses und immer verbunden mit dieser großen Verschwörungstheorie, die man eh schon eben, Stichwort großer Austausch, die extrem Angst macht. Angst ist dann unmittelbar motiviert. Dieser Attentäter hat ja seine Tat als Initialzünder gesehen, vor allem für Europa. Also in seinem Manifest spricht er kaum über Neuseeland, kaum über Australien, da spricht er über Österreich, Bayern, Frankreich. Noch einmal, ist das jetzt aus der Erkenntnis der Radikalisierung, könnte es solche Nachahmungstäter geben? Ja. Vor Moscheen in Österreich, in Deutschland, in Natürlich. Es sitzen tausende Breiviks und Tarrens draußen in Europa. Und das meine ich, ein Herr Sellner wird sowas, hoffe ich, der Anführer der Identitären, würde ich mal meinen, so etwas nicht machen, oder hoffe ich, davon gehen wir ja aus. Aber es gibt eben Leute, die so ähnlich, man müsste ja auch noch die Biografie genauer anschauen, bei Breivik kennt man sehr gut, die sozusagen im Internet sitzen, ja, sich virtuell vergemeinschaften, zu diesen counter-dschihadistischen Netzwerken, an den großen Austausch glauben. Ja, und dann hören sie von den Identitären. Ja. Es gibt eben diese Bedrohung, Europa geht unter, ihr seid die letzte Generation, die das aufhalten kann. Was macht er da? Apokalyptische Vorstellung. Das ist der Punkt. Das ist dieser Pathos der letzten Chance. Und wenn ich das wörtlich nehme, Europa geht unter, ich bin der Letzte, der es aufhalten kann. Und das macht er in dem Manifest. Er schreibt, wenn ich es nicht getan hätte, hätte ich mich schuldig gemacht. Und so etwas ist nur möglich, so eine Tat und auch so eine Erklärung, mit diesem Diskurs der letzten Chance, mit diesem Pathos der letzten Chance. Und ich sage immer, Herr Sellner, was Sie machen, ist unverantwortlich, seit Jahren. Es passiert sowas, jetzt ist sowas passiert, ja, und wieder sagt man, ich habe nichts damit zu tun. Und es wird wieder passieren, und wieder, solange es solche Gruppen gibt, wird das passieren. Wie ist das ideologisch? Wie ist die Brücke zwischen der Ideologie solcher rechtsextremer, potenzieller Terroristen, wie Sie das sagen, zu einem breiteren Milieu, das bis zu Haider oder so reicht? Wie sind die Verbindungen? Naja, also zwischen den Identitären und zum Beispiel der FPÖ gibt es ja nachgewiesen zahlreiche Verbindungen. Es gab, ich war 2016, wo auch der heutige Vizekanzler Strache die Identitären sehr gelobt hat in einem Facebook-Eintrag. Der ist mittlerweile anscheinend wieder verschwunden, dieser Eintrag. Ja. Kommt im Moment wahrscheinlich nicht so gut. Ich würde noch einen Schritt weiter zurückgehen. Ich finde, also was dann passiert ist mit so wahnsinnig vielen ermordeten Menschen, das ist wirklich, sagen, das ist dann die Spitze sozusagen. Aber ich würde schon mal weiter unten ansetzen. Dieser antimuslimische Rassismus zum Beispiel, der ist ja auch in Österreich ganz stark präsent, gerade in der FPÖ. Ich finde aber auch, dass schon auch die ÖVP, Teile der ÖVP, wenn man denkt, wie da teilweise, sagen, immer der böse Moslem als Feindbild genommen wird, um seine Politik durchzusetzen. Da hat sich was verschoben in Österreich und das hat auch schon ganz konkrete Auswirkungen. Es ist halt Gott sei Dank nicht so, dass wir unsere Moscheen mittlerweile mit Polizei schützen müssen, aber es gibt häufig Frauen mit Kopftuch, die Opfer von Gewalt werden, die im öffentlichen Raum attackiert werden. Und gerade vorige Woche war es, wo ich mir gedacht habe, okay, eigentlich ist das auch eine ziemliche Grenzüberschreitung. Da hat der Wissenschaftsminister die Presse geladen. Es ging um das Kopftuchverbot in Volksschulen. Und er hat eine, ich würde mal sagen, eher selbsternannte Expertin von dieser Fehmarnbewegung aus Deutschland als Unterstützung da gehabt. Und dann ging es darum, ob man das Kopftuch auch für ältere Jugendliche, Erwachsene, was immer verbieten könnte. Und da hat der Wissenschaftsminister Fassmann gesagt, er will da nicht mit der Machete vorgehen. Und daraufhin hat die Expertin, die er geladen hat, die gesagt, aber ich bin für die Machete zuständig. Und das, denke ich, ist einfach eine Sprache. Ich meine, da geht es um Volksschulkinder, eine religiöse Minderheit und dann reden wir von der Machete. Das ist ein Extremismus auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ja zu Terroranschlägen eines solchen Ausmaßes, hat man in den letzten Jahren in Europa von Dschihadisten gesehen. Das sind das, was wir in Neuseeland gesehen haben, das ist das Ausmaß wie Bataclan in Paris oder Brüssel. Ist das in der Vorstellung nicht sehr ähnlich? Die Dschihadisten stellen sich vor, eine Art Herren,
Kultur, Herren, Religion, können Sie sich nicht vorstellen, eine multikulturelle Gesellschaft, genauso wie die Rechtsradikalen hier. Sind das zwei Seiten einer Medaille? Wie sehen Sie das, Frau Savic? Also ich sehe da auch sehr ähnliche Denkmuster und auch sehr ähnliche Aspekte, weil was beide irgendwie auch gemeinsam haben, sowohl Rechtsextremismus als auch Dschihadismus, sie stellen sich gerne in die Opferrolle. In die Opferrolle insofern, als dass sie sich wehren müssen und gegen das sie ankämpfen müssen. Und bei den Dschihadisten, die sagen dann immer, wir werden unterdrückt von den Christen und müssen uns wehren, um hier irgendwie zu zeigen, dass der Islam der Vorreiter ist. Und bei den Rechtsextremisten, die wiederum genau das Gegenteil behaupten, stellen wieder die Geburtenrate von muslimischen Frauen in den Vordergrund und sagen, wir werden hier überrannt von den Muslimen, wir müssen uns wehren. Und das ist immer dieses sich gegen etwas wehren, weil wir müssen aus dieser Opferstellung raus, ist beiden. Wir sind bedroht, wir haben das Recht, uns zu wehren, weil wir sind bedroht. Das ist ja das, was dahinter ist. Ja, in Wirklichkeit ist ja der Grenz, also die Grenzlinie hier zwischen Demokratie auf der einen Seite und Terrorismus, sei es dschihadistisch oder rechtsradikal, ist die Frage, multikulturelle Gesellschaft. Ist eine multikulturelle Gesellschaft etwas, dass man sagt, ja, das ist da, damit müssen wir umgehen und das ist der Zustand unserer Demokratie, oder sagt man, das muss zerstört werden? Ich finde es auch sehr spannend, inwiefern auch, weil es gibt ja auch bestimmte Punkte, wie bringt man denn einen Menschen dazu, gegen seinen Nachbar oder gegen Personen vorzugehen, gewalttätig vorzugehen, die in seiner unmittelbaren Nähe sind. Und das erreicht man nur dadurch, indem man den anderen entmenschlicht und indem man den anderen in ein Licht rückt, als wäre er nicht Teil dieser Gesellschaft. Und es fängt bei der Sprache an, und ich komme ja aus Bosnien und Herzegowina, ich kenne das ja aus Bosnien und Herzegowina. Damals war das ja wirklich so, dass es mit der Sprache angefangen hat, wir gegen die anderen. Und die anderen sind schlecht, die anderen rüsten auf. Die bosnischen Muslime hat man dann immer als Türken bezeichnet, und da kommt wieder diese Ideologie rein, die ja heute nach wie vor auch präsent ist. Man muss den Balkanraum von den Türken befreien. Und als der Kriegsverbrecher Mladic ja damals in Srebrenica einmarschiert ist, hat er gesagt, jetzt säubern wir dieses Dorf von den Türken. Und Tausende tote Kinder ermordet, Kinder und Männer wurden ermordet. Das ist eigentlich, was wir schon bei den Briefbombenserien in den 1990er Jahren in Österreich hatten. Da war das ja auch ganz stark mit diesem Graf Rüdiger von Starnberg, Türkenkriege. Also die Motive, diese Bilder sind dieselben. Ja. Das ist multikulturelle Demokratie, ja, oder Türkenkriege oder Bürgerkrieg sozusagen. Jetzt lese ich in den Texten, die hier bekannt geworden sind von diesem rechtsradikalen Netzwerk, das offensichtlich von Deutschland ausgegangen ist und in militärische Bereiche, polizeiliche Bereiche hineinreicht. Man wird checken müssen, ob das auch in Österreich der Fall ist. Da wird von einem Tag X gesprochen. Und vor einem Tag X hat sich offensichtlich auch die Leiterin des Rechtsextremismusreferats im BVD gefürchtet, wie die von Kickl geschickten Polizisten gekommen sind. Was ist dieser Tag X? Was soll das sein? Der Tag der Abrechnung, der langen Messer, wie immer Sie ihn nennen wollen, der Tag, je nachdem, des Grads, des Extremismus, des globalen Blutbads. Das ist ein Begriff, Blutbad. Ja. Nein, ist je nachdem, wie gesagt, es ist individuell auch unterschiedlich. Die einen sehen es nur als Tag der Machtübernahme, die anderen sehen es als Tag der Abrechnung und die anderen sehen es als allgemeines Blutbad. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine Mischung aus Drohung, natürlich für uns alle, und aber für sie Hoffnung, Versprechen und so weiter. Aber grundsätzlich soll der Tag X einen Bruch markieren, ja, einen Beginn von etwas Neuem oder auch der Beginn des Kampfes. Und an diesem Tag X werden irgendwelche Todeslisten aktiviert. Genau, stimmt das? Exekutiert. Das ist eine der Fantasien, aber da gibt es ganz viele Fantasien, die sich rundherum gruppieren. Gibt es auch solche Todeslisten? Natürlich gibt es solche. In Österreich genauso. Ich bin das erste Mal 2008 vom Verfassungsschutz persönlich gewarnt worden, auf so einer Liste zu stehen. Und ja, habe mich dann auch bedankt. Das war sehr korrekt, weil wir haben damals eben Verfassungsschutz immer wieder kritisiert, dass die Opfer von solchen Drohungen, ja, oder dann potenzielle Opfer tatsächlich dann unmittelbare Gewalt später nicht gewarnt werden. Und das ist in meinem Fall aber passiert. Und was macht man dann mit der Nachricht, dass man auf einer rechtsradikalen Todesliste steht? Hat mich nicht so überrascht. Ich bin lange auch damit konfrontiert. Aber im Vergleich zu Kollegen und Kolleginnen in anderen Orten in Europa und an der Welt muss ich doch sagen, also wäre es,
wie eingebildet oder angeblich da jetzt unmittelbar jetzt eine Gefahr. Also vermischt sich die ihren Lebensverhältnisse nicht verändert? Doch, ich wechsle meinen Wohnort in unregelmäßigen Abständen innerhalb Wien. So 3 Jahre brauchen sie in der Regel, bis sie draufkommen. Aber das ist auch schon das Einzige. Und ich tue halt die Reifen kontrollieren vor Überlandfahrten. Das hat mir der Beamte geraten. Habe ich aber vorher auch schon gemacht. Also damit kann man, glaube ich, leben. Weil die Sorge ist, da hat jemand einen Anschlag geplant gegen ihr Auto. Das hat schon nicht vergessen. Also wie gesagt, wir hatten in den 90er Jahren, wir hatten eine Terrorwelle, eine Rechtsextreme in Österreich. Das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das waren die Briefbomben. Und es waren, ich meine, da sind Leute schwer verletzt worden, es sind auch Menschen ermordet worden. Also es waren immer Roma in Burgenland, die damals Mordopfer eines terroristischen Anschlags waren. Also das ist jetzt nichts, was in Neuseeland ganz neu erfunden wurde, sondern das kennen wir auch von uns. Gott sei Dank hatten wir jetzt sehr lange Ruhe. Was ist die politische Antwort auf diese Situation aus Ihrer Sicht? Das ist ein Milieu, das sich radikalisiert, die Möglichkeit, dass es solche furchtbaren Attentate auch in Europa gibt, vielleicht auch in Österreich gibt. Was kann man da tun als Abgeordnete? Das ist eine sehr gute Frage und ich überlege mir die ganze Zeit, was kann ich alles tun, um so eine Situation wie in Neuseeland zu verhindern. Und ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem hat es eine Spiegelgeschichte gegeben, wo aus der hervorging, dass ungefähr 600 gewaltbereite Rechtsextremisten untergetaucht sind und ein Teil davon ist in Österreich untergetaucht. Daraufhin habe ich eine Anfrage sowohl an den Justizminister als auch an den Innenminister gestellt, um zu erfragen, ob sie denn sowas beobachten, ob sie wissen, wer bei uns untergetaucht ist. Und ich habe wirklich eine sehr umfangreiche Anfrage gestellt, mit um die 30 Fragen zurückgekommen ist. Wir führen solche Listen nicht. Wir haben keine Datenbanken, die sowas erfassen. Im Vergleich dazu hat es eine ähnliche Anfrage in Deutschland gegeben von den Linken und da hat der Innenminister mit auf 30 Seiten ganz genau geantwortet, wo welche Rechtsextremisten verurteilt sind, wie viele untergetaucht sind, wo Fahndungen ausgeschrieben wurden. Und ich finde, es wäre mal ein erster Schritt, solche Datenbanken zu führen. Es wäre auch mal ein zweiter Schritt, auch diesen Rechtsextremismusbericht wieder einzuführen. Also der wurde ja damals Da wurde der Rechtsextremismusbericht eingestampft von der damals als Schwarz-Blau das erste Mal an die Regierung gekommen ist. Und den sollte man wieder einführen. Vor dem Hintergrund solcher Taten, vor dem Hintergrund dieser Netzwerke ist es, glaube ich, schon höchste Zeit, dass Rechtsextremismus nicht einfach ein Unterkapitel ist, wie sie es jetzt nämlich haben, auch neu. Das ist auch spannend. Das ist ja jetzt wieder ein Unterkapitel unter dem weltanschaulichen Extremismus, wo sie ja Links- und Rechtsextremismus auch gleichzeitig. Die Sicherheitsbehörden der Welt, die Geheimdienste Europas sind alle auf den Dschihadismus und den islamistischen Terror konzentriert, mit Recht natürlich, aber da fehlt offensichtlich angesichts dieser Bedrohung, fehlt eine Konzentration auf ein Milieu, das gefährlicher wird. Man muss jetzt mal schauen, was die Behörden ermitteln. Also im Moment passiert ja was. Wir werden sehen, das wird jetzt die nächsten Tagen und Woche zeigen, was da rauskommt. Was man aber auch sagen muss, wir haben einen Innenminister, der vor nicht allzu langer Zeit bei einem Kongress aufgetreten ist als offizieller Redner, wo durchaus Rechtsextreme sehr stark vertreten waren. Also ich würde sagen, es war ein Rechtsextremistenkongress. Was war das für ein Kongress? Wie heißen die wieder diese Kongresse? Kongress der Verteidiger Europas. Genau, also das ist immer wieder in dieser Sprache eigentlich. Die europäische Befreiungskriege. Und da waren Identitäre, da waren Rechtsextreme aus Deutsche, Neonazis. Und einer der Gastredner, der sich dort auch sehr wohl gefühlt hat, war Herbert Kickl, der heute unser Innenminister ist. Und man muss auch sagen, der BVD-Untersuchungsausschuss, was man da gehört hat über diese Razzia im Verfassungsschutz, da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass das war jetzt nicht gerade eine vertrauensstärkende Maßnahme, würde ich mal sagen. Wie wäre das möglich, so einen Rechtsextremismusbericht wieder auf die Tagesordnung sofort zu setzen? Das wäre, so wie ich das sehe, sofort möglich. Es fehlt halt der politische Wille dazu. Und vielleicht noch auch bei der Frage, was dagegen zu tun ist und ein bisschen wegzukommen auch von den polizeilichen Repressiven, so wichtig das ist und auch die Zivilgesellschaft, die den Druck auf die Behörden erhöht diesbezüglich und dann darum auch danke auch für solche Anfragen immer wieder. Das ist total wichtig, aber was genauso wichtig ist, ist sozusagen ein gesamtgesellschaftlicher Kampf dort, wo man steht, wo man arbeitet, gegen
den antimuslimischen Rassismus, weil das, glaube ich, sind wir uns einig, wenn dieser Rassismus schwächer wird, dann wird es weniger solcher Taten geben. Das war der Falter-Talk zum Thema Christchurch und wir. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Alma Sadic, bei Andreas Beham und bei Nina Horacek. Mit einem Abonnement des Falter sind Sie sicher, dass Sie immer dranbleiben, wenn es um die brennenden Fragen unserer Zeit geht. Ein Falter-Abo können Sie auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetseite abo.falter.at. Podcasts gehören ja zu den neuen aufstrebenden Medien. Sie können im Internet zahlreiche Falter-Podcasts nachhören, die wir produziert haben. Das ist einfacher, als Sie vielleicht glauben. Versuchen Sie die Internetseite www.falter.at/radio anzunavigieren und schon können Sie unsere Podcasts hören am Laptop oder am Handy. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.